Liebe Münchner, jetzt werde ich weihevoll. Klassenpflegschaft. Drehen Sie sich um, das macht mich total fickerig, das ist so total unbequem. Mensch, es gibt hier nichts zu sehen. Klassenpflegschaft. Ich muss mir bald eine Nebenerwerbstätigkeit suchen, weil ich mit meinem jetzigen Vollzeitgehalt nicht mehr klarkomme, da ich eine Handvoll recht kostspieliger Hobbys habe. Zum Beispiel Kokain. Sicher kann man jetzt den Zeigefinger heben und in Rüste tun. Aber wer jemals seinen Sohn zur Schule gebracht hat, ohne vorher mit dem Rüssel über den eingeschneiten Klodeckel gegangen zu sein, weiß, wie sehr da der Spaß auf der Strecke bleibt. Die gesamte 1b freut sich jedenfalls stehend sein Bein ab, wenn ich pünktlich um 7.59 Uhr um die Ecke gebogen komme, und zwar in einem Tempo, bei dem Colt Sievers alles vollkotzen würde. Toll auch, dass ich auf Kokain enorm eloquent bin. Ich möchte es fast wortgewaltig nennen. So habe ich beispielsweise meinen Sohn motiviert, selbstständig unsere Wäsche zu waschen. Ich bin richtig gut. Aber nur ungern erinnere ich mich daran, wie ich es fast zum Klassenpflegschaftssprecher brachte. Der herkömmliche Elternabend an sich gibt mir ja nicht so viel. Da werden nur Dinge geregelt wie, soll das Milchgeld vierteljährlich bezahlt werden, Klassenfahrt schon zum vierten Mal in den Harz oder lieber Harz IV und Klassenfahrt nach Castrop-Rauxel oder wenn wir für Christen Kreuze ins Klassenzimmer hängen und für die Muslime ein Bild ihres Gottes, also quasi, wie ich mal scherzhaft bemerkte, à la carte, wen oder was hängen wir dann für jede Ritter auf, falls meiner eingeschult wird. An diesem besonderen Abend im Klassenzimmer meines Sohnes ging es allerdings darum, wer der König der Eltern wird. Die Numero uno, der Kummerkasten für all diese Leute in ihren Jack-Wolfskin-Multifunktionsfolien. Und da kam ja wohl nur einer in Frage. Die Klassenlehrerin meines Sohnes holte Formulare hervor und wieder einmal dachte ich im Stillen, was hat diese Frau für eine grobporige, gerötete Haut? Das ist ja nicht schön. Uiuiuiuiuiui. Da die damals sehr empfindlich galt, traute sich niemand, sie mal darauf anzusprechen. Gerüchte besagten, dass sie schon mal einen Nervenzusammenbruch gehabt hatte, weil ihr jemand einen anonymen Zettel mit Versuchen Sie einmal Ureasalbe ins Lehrerzimmer gelegt hatte. Da war Sensibilität gefragt. Oder man sagte am besten gar nichts. Jedenfalls auf den Formularen waren die Pflichten des Klassenpflegschaftssprechers vermerkt. Ein Vater, der seiner Tochter immer Radieschenbrote mitgab, wurde zum Schriftführer bestellt. Hernach, so die Klassenlehrerin, konnten wir Eltern kurz argumentieren, warum ausgerechnet wir für das Amt des Pflegschaftssprechers prädestiniert waren. Ich erbat eine kurze Auszeit und suchte die Waschräume auf. Dort holte ich das Kokain hervor und legte eine so exakt gerade Linie, dass ich mir vornahm, mich selbst als Aushilfslehrer für Geometrie vorzuschlagen. Konnte ja immer mal was sein. 3 Minuten später kehrte ich zurück. Ab hier wird es sonderbar. Ich für meinen Teil bin mir immer noch ziemlich sicher, Folgendes gesagt zu haben. Sehr geehrte Eltern, liebe Freunde, ich würde gern das Amt des Klassenpflegschaftsvorsitzenden bekleiden, weil ich der Ansicht bin, dass unsere Kinder unsere Zukunft sind und dass man Eltern mit schulischen Belangen nicht allein lassen darf. Lassen Sie also mich, Ihr Ansprechpartner, in all diesen Belangen sein. Was immer ich tun kann, werde ich tun. Vielen Dank. Meiner Erinnerung nach habe ich dann sanft genickt und wieder Platz genommen. Irritierenderweise liest sich das Protokoll etwas anders. Im Bericht des Schriftführers nach sagte ich in etwa das hier. Jo! 1 Minute Pause. Dann sage ich, hier ist er, Jawolski, hier ist er, Mr. Pudding, der Oberlude, Kuckuck, was geht? Gefolgt von dem etwas kryptischen Satz, ein Schorschlick im Dateianhang. Wieder 1 Minute Stille. Dann weise ich mit dem Kind durchs Fenster auf den kleinen Supermarkt auf der anderen Straßenseite und brülle, das ist Sparda! Plötzlich reiße ich den Arm hoch und zeige mit zitterndem Zeigefinger der Klassenlehrerin mitten ins Gesicht. Ich brülle, wer bist du denn? Die poröse Hannelore? Ich lache speichelspritzend, erstarre dann aber. Was stimmt mit deiner Haut nicht? Mit der Haut, was ist es, reibst du dich morgens mit Biskin ein? Ich kann durch deine Poren sehen.
Ich sehe die Tafel hinter dir. Das ist so spooky. Dem Protokoll nach ist die Stimmung in der Klasse zu diesem Zeitpunkt bereits ziemlich ins Unkonstruktive gekippt. Ich scheine mich davon nicht beirren zu lassen, greife der Klassenlehrerin an die Wangen und keife: Das muss alles runter. Das muss bis auf den Schädelknochen ab, der Kram. Das ist Gelumpe. Das kommt in einen Mayonnaise-Eimer. Und dann bauen wir das mit Knetgummi wieder auf. Dem Bericht nach kauere ich mich dann neben die Heizung und singe mit zusammengekniffenen Augen eine beklemmende Version von Rhythm is a Dancer. Irgendwer versucht dann angeblich, mir aufzuhelfen. Ich schlage ihn nieder, strecke mich, als wäre ich soeben erst erwacht, marschiere zum Pult und lege meinen Penis auf den Tageslichtprojektor. Als dieser dann als düsterer Schattenriss an der Wand erscheint, sage ich verschmitzt: Na, guck mal, wer da ist. Und als eine der Mütter aufkreischt, füge ich hinzu: Nicht reinrufen, schön aufzeigen. Dann traf wohl die Polizei ein. Die Beamten trugen mich aus der Schule, verluden mich und fuhren mich heim. Ich rezitierte die Fahrt über: Ole, wir fahren in Puff nach Barcelona, in einer Endlosschleife und zog mich einer Eingebung folgend noch im Streifenwagen nackt aus. Zu Hause angekommen, durchsuchten sie auf der Stelle meine Wohnung nach Drogen. Und als ich ins Badezimmer kam, wo mein Kokainvorrat wartete, wurde ich nervös. Aber zu meiner Überraschung fanden sie nichts. Ich erhielt eine Vorladung für den Folgetag, was mich jetzt kaum interessierte. Im Gegensatz zu folgender Frage: Wo war mein Koks? Dann begann ich kurz zu recherchieren. Und ganz kurz darauf konnte ich meine Ermittlungen abschließen. Der Punkt war jetzt nicht, dass mein Sohn 6 Kilo Buntwäsche mit Kokain gewaschen hatte, weswegen mir, wenn ich Shorts anzog, noch wochenlang der Arsch prickelte. Der Punkt war vielmehr, dass ich mir auf dem Schulklo 4 Gramm Persil reingezogen hatte. Wie gesagt, ich brauche dringend einen Nebenjob. In der Zeitung steht heute: Kripo sucht geistesgestörten Drogensüchtigen. Ich werde direkt meine Bewerbung hinschicken. Für heute muss das reichen.